Hallo zu unserem SQL-Kurs über den mächtigen Count-Befehl. Wenn du jemals versucht hast, deine Freunde davon zu überzeugen, dass du der ultimative Quizmeister bist, weißt du, dass es ohne eine genaue Zählung der Fragen schwer ist, deine Fähigkeiten zu beweisen. Genauso ist es in der Welt der Datenbanken. Ohne die richtigen Tools kannst du nicht beweisen, dass du wirklich weißt, was in deiner Tabelle vor sich geht. Das ist, wo der Count-Befehl ins Spiel kommt. Mit ihm kannst du die Anzahl von Zeilen in deiner Tabelle zählen und deine Datenbankfähigkeiten unter Beweis stellen. Also, lass uns die Quizfragen zählen und sehen, wer wirklich der Meister ist. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Kommen wir nun zum SQL-Befehl Count. Count ist ein SQL-Befehl, der verwendet wird, um die Anzahl von etwas in einer Datenbank zu zählen. Mit Count kannst du zum Beispiel herausfinden, wie viele Kunden in deiner Kundendatenbank sind oder wie viele Produkte du in deinem Online-Shop verkauft hast. Count ist ein sehr nützlicher Befehl, der dir hilft, deine Daten besser zu verstehen und zu analysieren. Sehen wir uns dazu nun ein Beispiel näher an. Ich bin hier nun auf einen SQL-Server verbunden und werde mir nun eine entsprechende Tabelle auswählen, in der ich diesen SQL-Befehl testen werde. In diesem Fall verwende ich die Kundentabelle. Zunächst sehen wir uns den Inhalt dieser Tabelle an. Diese Tabelle umfasst mehrere Spalten mit Username, Vor- und Nachname und Geschlecht. So, in dieser Tabelle möchte ich nun zunächst den SQL-Befehl anwenden. Wie gesagt, der Count-Befehl zählt die Anzahl an Zeilen. Dazu können wir uns der Syntax wie folgt bedienen, und zwar select count und anschließend in einer Klammer gebe ich nun an, welche Spalte ich zählen möchte. Beispielsweise den Usernamen. Zu guter Letzt gebe ich noch an from und dann die Tabelle. In diesem Fall entspricht die Tabelle diese Kundentabelle. Nun ist die Abfrage vollständig und kann diese mit execute ausführen. Als Ergebnis erhalten wir nun die entsprechende Anzahl an Datensätzen in der Spalte Username in dieser Tabelle. Ein wichtiger Hinweis: Diese Count-Funktion zählt nur jene Datensätze, wo der Spaltenname Username keinen leeren Eintrag besitzt. Sozusagen ein Null-Eintrag wird nicht mitgezählt. Kommen wir nun zu einer zweiten Möglichkeit der Anwendung von einem Count-Befehl. Und zwar, wenn ich die Gesamtanzahl von einer Tabelle ermitteln möchte. Dazu kann ich anstatt den Username einfach einen Stern angeben. Wenn ich das durchführe, erhalte ich nun entsprechend die Einträge in dieser Tabelle. In diesem Fall oder in diesem besonderen Fall entspricht die Abfrage mit einem Stern und die Abfrage mit einem Username dieselbe Anzahl an Datensätze, da der Username stets ausgefüllt ist. Zu guter Letzt möchte ich aber auch noch die Möglichkeit aufzeigen, wie du eindeutige Einträge ermittelst. Das kannst du mit dem Zusatz distinct und anschließend den Username. Wenn du nun diese Abfrage ausführst, erhältst du nun die Anzahl an eindeutigen Usernamen, in diesem Fall 677. Wie du siehst, kannst du nun mit der Anwendung dieser drei Beispiele bzw. Fälle eine gute Auswertung zu deiner Tabelle durchführen. Ich habe dir diese drei Möglichkeiten auch in der Dokumentation, welche als PDF-Datei unter diesem Video verfügbar ist, bereitgestellt. Falls du Fragen zu diesem SQL-Befehl hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten. Und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.